dass die schulmedizinische Diagnose sowie die naturheilkundliche Behandlungsform sich da komplett auf einem Irrweg befindet. Dass Heilung, wirkliche Heilung, natürlich stattfinden kann, denn Heilung oder Gesundheit und Vitalität ist eigentlich ein natürlicher Zustand. Das hat die Natur sich für uns gedacht. Und dann kommen wir dahin, wie weit haben wir uns überhaupt von der Natur entfernt? Das, also so wie wir heute im digitalen Zeitalter leben. Und was müssen wir tun? Was brauchen wir für Strategien, um in diesem digitalen Zeitalter überhaupt ja noch gesund und vital leben zu können?